Die Geschichte des Menschen ist eine kontinuierliche Abfolge von Zeiten des Friedens und Zeiten des Konflikts. Für die noch junge Fachrichtung der Konfliktarchäologie ein spannendes Forschungsthema. Denn Funde verdeutlichen, wie ökologische, ökonomische und politische Wandlungsprozesse unser Schicksal bestimmen. Diese Ausstellung präsentiert ausgewählte Funde von der Jungsteinzeit bis in die Moderne. Anlass ist die Eroberung Heidelbergs durch Tilly im Jahr 1622, die sich zum 400. Mal jährt. Das Heidelberger Schloss ist wohl eine der berühmtesten Ruinen der Welt. Jährlich besuchen über 1 Million Menschen dieses Bauwerk und tauchen hier ein in die wechselvolle Geschichte der Kurpfalz, die im 17. Jahrhundert von gleich 3 kriegerischen Auseinandersetzungen gebeutelt wurde. Die kollektive Erinnerung an diese kriegerische Epoche spiegelt sich in Historiengemälden, die wir an den Anfang unserer Ausstellung gesetzt haben. Wir stehen hier vor einem Gemälde des bedeutenden Historien- und Schlachtenmalers Feodor Dietz. Dietz lebte von 1813 bis 1870 und studierte auch eine Zeit lang in Paris. Hier erwarb er sich einen gewissen Ruf, sodass selbst Napoleon III. Eines seiner Gemälde erwarb. Doch dieser Erfolg brachte ihm in Deutschland auch Ärger ein. Man warf ihm übertriebene Franzosenfreundlichkeit und mangelnden Patriotismus vor. Um seinen Ruf reinzuwaschen, wählte er als Thema eines seiner bekanntesten Werke die Zerstörung Heidelbergs 1689 durch Mélac, der als General im Dienste des französischen Sonnenkönigs die Kurpfalz und vor allen Dingen die Residenzstadt Heidelberg in Schutt und Asche legen ließ. Die Konfliktarchäologie ist ein Teilbereich der Archäologie. Gezielt sucht sie nach Spuren jener Momente der Geschichte, an denen Frieden in bewaffnete Auseinandersetzungen und Krieg kippte. Konfliktarchäologen untersuchen dazu die materiellen Hinterlassenschaften kollektiver, organisierter Gewalt. Dabei werden nicht nur Schauplätze größerer kriegerischer Auseinandersetzungen betrachtet, sondern auch historische Bild- und Schriftquellen. Das wohl prominenteste Beispiel hierfür ist der Kampfplatz Kalkriese bei Osnabrück, der durch systematische Feldbegehungen mithilfe von Metalldetektoren und jetzt auch jüngst durch archäometrische Untersuchungen als Ort der berühmten Varusschlacht 9 nach Christus identifiziert wurde. Die Konfliktarchäologie weitet aber den Blick weg vom eigentlichen Ort des Kampfes hin in die Landschaft. Wir haben hier in der Ausstellung verschiedene Modelle mit Hilfe von Laservermessungsdaten herstellen lassen, die zum Beispiel ein römisches Kastell, Feldbefestigungen und Schanzen des Pfälzisch-Orleanschen Krieges oder auch die Schützengräben und Panzersperren des Zweiten Weltkrieges am Westwall darstellen. Und mit Hilfe dieser modernen Vermessungsmethoden kann man diese Zeugnisse kriegerischer Ereignisse, die normalerweise schwer erkennbar sind, auch wieder sichtbar machen. Der 29. August 1622 war ein Glückstag für Konfliktarchäologen. Während der Belagerung Heidelbergs durch Tillys Truppen sorgte ein Unwetter für ein regelrechtes Schlammchaos. Waffen, Werkzeuge, Haushaltswaren und Schmuck versanken im aufgeweichten Waldboden. Bis heute kamen mehr als 3000 Objekte aus den Lagern der Angreifer ans Licht. Es kam, wie es kommen musste. 1622 zog Tilly mit einer Streitmacht von 15.000 Mann vor die Stadt, umzingelte sie, schlug auf dem Geisberg und im Königsstuhl insgesamt 3 Feldlager auf, von denen ausgehend dann Batteriestellungen und Laufgräben die Verteidigungsanlagen der Stadt bedrohten. Untersuchungen der Feldlager Tillys in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts haben eine Vielzahl von Funden erbracht, die uns einen Eindruck von der Ausstattung einer Armee des Dreißigjährigen Krieges bieten. Da sind neben Musketen, Kugelzangen, Degen und Hellebarden auch Alltagsgegenstände zu finden,
wie Gefäßkeramik, Trink- und Essgeschirr oder die Bestandteile einer Frauentracht, die es uns zeigt, dass in so einem Heer nicht nur Männer dienten, sondern auch Frauen als Ehegattinnen der Offiziere, als Markethänderinnen oder auch als Prostituierte mitzogen. Die ersten Belege für Konflikte stammen aus der Jungsteinzeit. Vor gut 7.500 Jahren wurden in Europa die ersten Bäume gerodet, um Landwirtschaft zu betreiben. Dörfer entstanden, in denen mehr Menschen als je zuvor miteinander lebten und arbeiteten. Das sesshafte Leben verlangte nach Organisation und ermöglichte persönliches Eigentum. Was folgte, waren Kämpfe um Ressourcen. Aber Gewalt wurde auch rituell eingesetzt. Lange Zeit galt das Neolithikum in der archäologischen Forschung als eine friedliche Epoche. Das änderte sich schlagartig 1984, als man in Thalheim durch Zufall auf eine Mehrfachbestattung der Jungsteinzeit stieß. Hier entdeckte man 34 Frauen, Männer und Kinder, die gewaltsam zu Tode kamen. Die Toten warf man in eine Grube und nach mehreren tausend Jahren entdeckte man durch Zufall diese Mehrfachbestattung, die für die Konfliktarchäologie einen Paradigmenwechsel darstellt. Inzwischen stoßen Archäologen immer häufiger auf Spuren gewaltsamer Auseinandersetzungen in der Jungsteinzeit. So auch in Heidelberg. Hier hat man die Mehrfachbestattung einer Familie aufgedeckt, die bei einem gewaltsamen Angriff ums Leben kam. In der Bronzezeit nahmen der Handel und mit ihm der allgemeine Wohlstand zu. Die Kelten bauten Städte, kultivierten auch im Raum Heidelberg neues Land, trieben Fernhandel und entwickelten neue Techniken. Ihre Macht beruhte auf der Kontrolle von Handel, Handwerk und Landwirtschaft. Das komplexe System aus Infrastruktur, Zöllen, Machtansprüchen und Handelsinteressen führte sicherlich auch zu Konflikten. Die Bronzezeit ist mit einem kulturhistorischen Epochenwandel verbunden. Neben dem Aufleben eines von Eliten kontrollierten, weit verzweigten Handels kam es auch natürlich zu einer Hierarchisierung und Spezialisierung der Gesellschaft. Zu dieser Elite gehörten auch Krieger, spezialisierte Kämpfer, die anhand ihrer Grabbeigaben erkennbar werden. Wir sehen hier den Keltenfürst vom Glauberg mit einer Rüstung, mit einem Schild und einem Schwert. Nicht zuletzt wird als ein weiteres wichtiges Element in der Entwicklung des Kriegswesens die Reiterei erstmals in der Eisenzeit fassbar. Stellvertretend hierfür steht eine kleine Bronzestatuette, ein Reiter auf einem doppelköpfigen Pferd, entstanden im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus und Teil einer Grabausstattung, möglicherweise der Griff eines Deckels oder ein kleiner Aufsatz eines anderen Gegenstandes. Zur Zeit der Römer galt insbesondere das 2. Jahrhundert nach Christus lange als eine der glücklichsten Epochen der Menschheitsgeschichte. Denn innerhalb der Grenzen des Riesenreiches herrschte Frieden. Doch selbst eine vermeintlich friedliche Epoche wie diese verlief bei genauerer Betrachtung nicht gewaltfrei. Überall lauerte die Gefahr von Überfällen, Einbrüchen, Diebstählen und Betrügereien. Eine Polizei und staatlich organisierte Strafverfolgung gab es damals noch nicht. Für die meisten Menschen zur Zeit der Römer spielten sich kriegerische Konflikte weit ab ihres persönlichen Umfeldes, nämlich an der Peripherie. Allerdings die Gefahren des Alltags, vor denen man sich schützen musste, waren allgegenwärtig. Mit kleinen Zaubertäfelchen bat man die Götter oder auch die Geister um Schutz, um Gesundheit für sich oder seine Familienangehörige. Wenn man auf Reisen ging, errichtete man Altäre, widmete sie den vier Wegegöttinnen, bat um eine gesunde Heimkehr. Aber man vertraute auch natürlich auf staatliche Organe, wie zum Beispiel die Beneficiarier, die als speziell von ihren Legionen abgeordneten Soldaten für die öffentliche Sicherheit sorgen sollten. Dieser Grabstein wurde für Jucundus errichtet, einem freigelassenen Sklaven, der als Viehhirte zu gewissem Wohlstand kam
und sich selber einen Sklaven leisten konnte. Sklaven gehörten im günstigsten Fall zur Familie, waren aber natürlich auch immer eine Gefahrenquelle im eigenen Haushalt. Je nachdem, wie man sie behandelte, konnten sie sich auch gegen ihren Herrn widmen. Jucundus wurde, wie wir aus der Grabinschrift herauslesen können, von seinem Sklaven ermordet. Der Mörder von Jucundus sollte jedoch auch nicht mehr lange leben. Er ertrank im Main. Ob er sich auf der Flucht befand oder sich ob seiner üblen Tat selber richtete, wissen wir jedoch nicht. Im 3. und 4. Jahrhundert nach Christus zerfällt das römische Imperium von innen heraus. Bürgerkriegsähnliche Zustände prägen die Epoche und um 350 kommt es zu einem Aufstand eines römischen Offiziers, Magnentius mit Namen, der sich selbst zum Kaiser ausrufen lässt. Zu dieser Zeit lebt in Kaiser Augst ein römischer Offizier, der im Besitz eines über mehrere Generationen hinweg zusammengetragenen Silberschatzes ist. Vermutlich muss er im Zuge der Magnentius-Revolte die Garnison verlassen, packt den Schatz in eine hölzerne Truhe, verbirgt sie in der Nähe der Kastellmauer und kommt nie wieder dazu, ihn zu heben. Vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit entschied das Machtstreben des Adels über Krieg und Frieden. Für das gemeine Volk war dies vor allem eine Zeit der Unterdrückung, der Entbehrung und der religiösen Verfolgung. Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte schließlich erstmals die massenhafte Verbreitung von Wissen, Nachrichten und Meinungen, frei von Kontrolle durch Kirche und Obrigkeit. Konflikte um Land und Leute ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit. Um das Jahr 700 lebt in Dossenheim ein Adeliger, ein Reiter, der in einem Zweikampf zu Tode kommt. Anthropologen haben den Schädel untersucht. Eine markante Hiebverletzung im Gesicht zeigt, dass der Kampf für ihn tödlich endete. Ungeklärt ist die Frage der Herkunft des Reiters. War er Teil einer ortsansässigen Adelsfamilie oder gehörte er zur fränkischen Elite, die in der Zeit um 700 nach Christus das alemannische Gebiet in Besitz nehmen wollte? Eine der prägendsten Persönlichkeiten in der Geschichte Heidelbergs ist Friedrich der Siegreiche, der im Spätmittelalter regierende Kurfürst, ist dadurch zur Bekanntheit gelangt, dass er sich gegen mehrere Widersacher gleichzeitig erfolgreich zur Wehr setzte. Vor allen Dingen der Konflikt um seinen Herrschaftsantritt prägte seine Regentschaft. 1460 musste er sich gegen Kurmainz durchsetzen. Er eroberte die Burg Schauenburg bei Dossenheim, ließ sie schleifen. Archäologische Funde aus der Ruine belegen dieses Ereignis. Friedrich der Siegreiche war zugleich auch ein begabter Propagandist in eigener Sache. Er ließ seine Taten in Handschriften niederschreiben. Er ließ am Ort der Schlacht von Seckenheim 1462 ein großes Denkmal errichten und schlussendlich auch jährlich Prozessionen in Heidelberg abhalten, damit seine glorreichen Taten auf ewig der Nachwelt im Gedächtnis bleiben sollten. Im Gegensatz zu den Funden aus den Tilly-Lagern auf dem Geisberg und im Königsstuhl haben wir aus der Heidelberger Altstadt nur wenige archäologische Belege für die Belagerung und Eroberung der Residenz von 1622. Eine Ausnahme sehen wir hier in dieser Vitrine, eine Geldkassette aufgebrochen und eine Arkebuse, eine sogenannte Ratschlosspistole, beides in einer Latrine. Diese Latrine befand sich auf dem Gelände der kurfürstlichen Hühnervogtei, einem Verwaltungsgebäude, weswegen anzunehmen ist, dass die Eroberer unter Tilly vor allen Dingen diese Verwaltungsstützpunkte in der Altstadt angriffen und plünderten, um dem Kurfürsten jegliche Möglichkeit zu nehmen, hier noch einmal Fuß zu fassen. Mit einer ungewöhnlich langen Friedenszeit in den Jahrzehnten um 1900 brach Europa in die Moderne auf. Eine Zeit wissenschaftlicher Entdeckungen, technischen Fortschritts und steten Wirtschaftswachstums.
Steigende Einkommen, Zugang zu Bildung und nie dagewesene Fortschritte in der Medizin sorgten für eine optimistische Grundhaltung der Gesellschaft. Kunst und Kultur blühten regelrecht auf und monumentale Weltausstellungen zeichneten ein grandioses Bild der Zukunft. Doch wachsende politische Spannungen führten schließlich zu Kriegen bislang ungekannten Ausmaßes. ...2011 wollte man in Kasparg im Elsass eine Umgehungsstraße bauen. Dabei stieß man auf einen deutschen Stollen, einen Unterstand, in dem seit dem Ersten Weltkrieg sich noch immer Tote befanden. Die französischen Kollegen bargen diese Opfer und untersuchten die Stellung mit vorbildlichen Methoden und waren damit richtungsweisend auch für die Entwicklung der Methoden der Konfliktarchäologie. Zu den geborgenen Funden gehören natürlich vor allen Dingen die persönlichen Ausrüstungsgegenstände der Gefallenen, Waffen, Uniformteile und auch die persönlichen Erkennungsmarken. Während sich der Erste Weltkrieg vor allen Dingen am und im Boden abspielte, in den Schützengräben der großen Schlachtfelder in Frankreich, ist der Zweite Weltkrieg in der Luft ausgefochten worden. Gerade Südwestdeutschland mit seinen Industriezentren in Heilbronn, Ludwigshafen, Mannheim oder auch Frankfurt waren früh Ziele alliierter Bombenangriffe. Und so verwundert es auch nicht, dass sich gerade in unserer Region um Heidelberg herum weit über 300 Absturzstellen verschiedener Kampfflugzeuge der Zeit finden, sowohl deutsche, amerikanische als auch französische und britische Flugzeuge, die hier im Kampf abstürzten. Diese Absturzorte sind inzwischen auch im Fokus der archäologischen Denkmalpflege. Sie sind wichtige Zeugnisse einer kriegerischen Zeit, die auch heute langsam in Vergessenheit gerät, nachdem die Zeitzeugen immer weniger werden. Und umso wichtiger ist es, dass diese Orte gesichert werden. Dafür stehen vor allen Dingen die zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeiter, die diese Absturzorte systematisch kartieren und analysieren, die Reste der Flugzeugswrack bergen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Mit jedem dieser Wrackteile sind auch persönliche Schicksale verbunden, beispielsweise einer amerikanischen Bomberbesatzung, die über Buchen abstürzte. Noch heute sucht das amerikanische Verteidigungsministerium nach 3 vermissten Besatzungsmitgliedern. Gerade 2022 war eine Gruppe amerikanischer Studenten aus Pennsylvania in Buchen am Absturzort, um dort Näheres über die Vermissten herauszufinden. Tröstlich ist die Gewissheit, dass jeder Krieg einmal zu Ende geht. Am Schluss unserer Ausstellung zeigen wir das am Beispiel einer Wehrmachtspistole aus dem Zweiten Weltkrieg, die im März 1945 von flüchtenden deutschen Soldaten auf dem Heiligenberg bei Heidelberg in einen Felsschacht geworfen wurde. Die Lyrikerin Hilde Dumin hat ihre Hoffnung auf den Frieden in dem Gedicht »Versprechen an eine Taube« zum Ausdruck gebracht. Und mit ihren Worten verabschieden wir uns von unseren Besucherinnen und Besuchern. Versprechen an eine Taube. Taube, wenn mein Haus verbrennt, wenn ich wieder verstoßen werde, wenn ich alles verliere, dich nehme ich mit, Taube aus wurmstichigem Holz, wegen des sanften Schwungs deines einzigen ungebrochenen Flügels. Die komplette Ausstellung Krieg und Frieden, Konfliktarchäologie an Rhein und Neckar noch bis zum 29. Januar im Kurpfälzischen Museum in Heidelberg.